Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von BrickFox. Entschuldigt die räudige Tonqualität, heute ist mit dabei der liebe Loki. Wer hätte es gedacht? Boah, Alter, weißt du, bester Satz am Anfang, nicht irgendwie mit dabei ist Loki, sondern entschuldigt die räudige Tonqualität. Ja, wir haben uns jetzt gerade gedacht, beziehungsweise ich habe mir gedacht, komm, stipst den lieben Jungen jetzt mal an. Machen wir jetzt mal zusammen ein Video. Und ich muss immer zu Wort kommen lassen. Tut mir leid. Wir wollten eine Problematik bereden, die uns beide persönlich leicht betrifft. Leicht. Ja, zwar, leicht. wollen wir auf den Forum-Thread des lieben Passshop eingehen, Level killabhängig machen, hieß es, glaube ich. Ja, so in der Richtung. Du darfst zusammenfassen, bevor ich jetzt hier wieder zu viel laber und du gar nicht zu Wort kommst. Da kommt ein. Ja. Er hat vorgeschlagen, naja, ziemlich aggressiv vorgeschlagen, aber lassen wir es mal bei vorgeschlagen, dass Kills und XP benötigt werden, um ein gewisses Level zu erreichen. Sprich, dass nicht mehr nur XP benötigt werden, sondern auch noch eine Mindestkill-Anzahl für ein gewisses Level. Oh lol, ganz oben. Und hat dann gleichzeitig erwartet, dass die bereits gemachten Defense-Kills, was weiß ich, ich glaube, der erste Vorschlag war, geteilt durch 20 zu nehmen. Ja, nee, wer mehr als doch. Nein! Ich hab ja noch ein Video, der hat einen Self-Kill gemacht. Im Runterspringen habe ich den gerade weggeholt, der war schon tot quasi. What the fuck? Hast du eigentlich mal ein Video gesehen? Ja, du hast das Video ja gesehen, wo Fuckload so mega rumgefällt hat und ich 7 Kills gemacht habe, bevor ich gestorben bin. Ja, das war mega. Ich hatte keine. Lol. Oh, cooler Raum. Mein Gott, weißt du, haben wir schon Raum 1, aber um wie spät ist es jetzt gerade? Oh, was? 22 bald 23 Uhr bringen sie nur so viel. Ja, wir können auch jetzt von mir aus einfach so eine Talkrunde machen, wer hier sind, aber ich glaube, mich interessiert auch ein bisschen das Gameplay. Komm, machen wir jetzt hier ein bisschen One-on-One-Gaming. Nehme ich jetzt auch mal Hornet, komm. Hornet Fernkampftraining. Ja, nee, dann mach jetzt aber mal alles Leute zu, ab auf Bastipo hier. Oh, scheiße. Ja, Hashtag negative KD incoming. Aber ohne Prämie, ich habe selber gerade keinen. Sinn. Was, du hast keinen Prämie? Nein, ich werde es mir bald nachpayen, aber momentan habe ich keinen Prämie. Weil ich einfach zu inaktiv momentan in dem Game bin, da konnte ich es einfach noch nicht übers Herz bringen, 30 Euro reinzustecken. Okay, warte mal, dann kaufe ich mir aber jetzt noch 30er Pots, hat ja sonst keinen Sinn mit der Akti. Das stimmt auch gerade, ich spiele eigentlich gerade mit Nachschub leichter, aber... Ach, bevor, ich werde die 30er Pots da sowieso nicht usen, aber scheiß drauf. Wie viel FP hast du eigentlich im Moment? 1,4 Millionen. Du Wichser, 1,3. Ja, ich hol dich schon noch ein. Ja, gut, es ist nur, dass es mir vollkommen egal ist. Ja, mir eigentlich auch, aber wenn ich das schon höre, dass du mehr hast, das ist nicht akzeptabel. So, ja, bitte back to the topic, ich übernehme jetzt mal. Also, mir persönlich geht es halt so, ich habe generell nicht verstanden, warum die Kills halt geführt, beziehungsweise wie war es sogar durch 20 geteilt werden sollen. Ja, zuerst wollte er durch 20 teilen lassen. Und hat irgendjemand anderes gemeint, es wäre doch ein bisschen übertrieben, teilen wir sie doch nur durch die Hälfte. Teilen wir sie doch nur durch die Hälfte. Ja, ich bin aber auch gerade mega konzentriert. Teilen wir sie doch nur durch die Hälfte und das wäre doch dann schon realistisch. Ja, genau. Oh shit. Oh, wetten, du kriegst mich jetzt noch, weil ich gerade so viel. Oh fuck. Ja, auf jeden Fall. Du hast mich aber auch schön gebackreaped. Also auf jeden Fall, dafür hast du mir noch richtig gut mitgegeben. Scheiß, die waren da. Wie dem auch sei. Es wurde auf jeden Fall darum gebeten, dass unsere Defense Kills abgewertet werden und was ich persönlich nicht verstehe. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ja, es ist ja so, dass unsere Kills gegen Gegner erspielt wurden, die sich nicht wehren könnten, bla bla. Und die Problematik aus meiner Sicht bei dem Ganzen, dass sich die Gegner nicht wehren können und so weiter, ist ja schön und gut, aber die Zeitinvestition, die da reingeflossen ist, ist, sagen wir mal so, erheblich. Was ich auch nochmal ganz kurz in dem Video ansprechen möchte, was mich persönlich auch ein bisschen anfrustet, ihr wisst ja, dass mich Flashcult überholt hat und so. Ich habe nichts gegen Flashcult, aber ich finde es einfach unfair, dass er auf AFK Beastmaps farmt, wo er 25 von 30 Minuten AFK rumsteht und in den letzten 5 Minuten die Bienen killt und dann auch noch Leute reinholt. Mal im Ernst. Ach,
Das Thema möchte ich auch noch ansprechen. Also wenn wir das noch schnell hinkriegen, dann das Thema können wir in einer anderen Folge diskutieren. Wir spielen ja jetzt eh noch 6 Minuten, also. Ja gut, also weil was mich noch extrem anpisst und was wahrscheinlich dir auch so gehen wird, dass das jetzt nicht verkehrt wurde, am Ende der Runde Leute zu holen. Oh, ja, als ob mich das jetzt anpissen würde. Ich Also frage mich pisst es mega an, weil dadurch hat ja Amorph irgendwie seinen Willen mal. bekommen, jetzt seinen Grad 1. Was mich an der Sache halt stört, ist, dass tatsächlich jetzt uns nicht mehr dieselbe Chance geboten wird. Ich fail aber auch gerade ein bisschen rum. Wenn ich nicht konzentriert bin, treffe ich immer nicht. Genauso. Naja, aber hast ja das 2&2 gesehen, das war was anderes. Das war echt was anderes, da hast du relativ gut game, muss ich sagen. Es gab zwar ein paar Stellen, wo ich mir echt gedacht hatte, Alter, echt jetzt, aber ansonsten hast du größtenteils gutes Aim gezeigt. Gut, aber bitte back to the topic. Das ist Ja, wie dem auch sei. Regt es mich halt an der Sache eigentlich nur auf, nicht dass es verboten wurde, sondern dass Amor. Ich meine, man kann ihn ja jetzt nicht im Nachhinein dafür bestrafen, für etwas, was damals noch nicht verboten war, ist mir ja klar. Aber dass Amorph jetzt sozusagen seinen Grad 1 gesichert bekommen hat dadurch und die anderen nicht mal mehr dieselbe Möglichkeit bekommen, ihn einzuholen, das finde ich schon ein bisschen bitter. Und dass es dann auch noch Leute in der, ja, dass es dann auch noch weitere Leute gibt, die einfach nicht zurückgesetzt werden, weil sie gebottet haben. Sollen die Text Kloss 1, 2, 3, The Hour. Tut mir leid, hab Husten. Ja, auf jeden Fall, Leute. Oh shit! Oh shit. Konzentration. Na, wie dem auch sei, gerade mega Fail-Aim. Aber das Problem ist auch, wenn man sich an Premium gewöhnt und dann eine erste Runde ohne Premium spielt, ist sowieso alles kaputt. Ja. Wie dem auch sei. Nein, Pistol, schieß doch! Naja, ich treffe mit der Pistole grundsätzlich aber besser als mit der Hauptwaffe. Ist Okay. kleiner, aber feiner Fakt, aber ich ziehe eigentlich fast mehr mit meiner Piranha als mit der Hauptwaffe. Also, nein, nicht wirklich mehr, aber auf In die 10 Relation Schuss gesehen, gesehen. meinst du? Ja. In Relation gesehen. Oh shit! Boah, Alter, du fickst mich jetzt noch, ey. Wehe dir. Na gut, in der Position war es jetzt ein bisschen schwierig, aber. Back to the topic, please. Noch 3 Minuten. Ja, wie dem auch sei, es ist einfach ein bisschen schwierig von Infernum das jetzt so zu regeln. Und dass jemanden, der permanent, ich meine, wenn man versehentlich oder sogar wenn man zwei oder dreimal auf einer Bugmap, Alter, was ist das jetzt für ein Müll? Wenn man zwei oder dreimal auf einer Bugmap farmt, kann ich das ja noch halbwegs verschmerzen. Aber wenn man permanent auf Bugmaps farmt, und Infernum dann nicht dagegen vorgeht, weiß ich auch echt nicht mehr, was falsch ist. Natürlich ist es vielleicht schlimmer, wenn jemand durch den Hack sein Level erreicht hat, sprich botten, aber wirklich permanent AFK sein und so sein Level erhalten, ist schon ein bisschen bitter, finde ich. Weil du musst ja ehrlich sagen, ich habe das da früher auch gemacht, aber das höchstens 10.000 Kills, da 40.000 Kills, der Rest ist ja alles komplett fair. Shit, fail! Oh Gott, das wird ein Untergang sein. Das wird der Ausgleich sein. Bezweifle ich. Wie soll ich. Oh shit. Ja, nee. Gerade so Spannungsmoment. Ich hasse damit. Battle. Also diese Position finde ich echt ein bisschen bitter. Ich persönlich muss ja ein bisschen rushen, damit alles läuft, und an der Position war es echt ein bisschen bitter. So gewinne ich auch die meisten Matches, weil ich einfach rushe und noch einen Partner habe, der hinten bleibt. Ja, das erinnert mich echt an den lieben Nick. Oder an X-Brave. X-Brave war auch immer so. Einfach rein ist meistens gestorben. So habe ich auch die meisten Matches verloren in dem Moment. Nee, mit mir verlierst du ja nicht, wenn ich rushe, hast Nein, du. eben nicht. Ist so eine Sache, also. Ich brauche halt jemanden, der wirklich von hinten starke Deckung gibt. Möglicherweise auch glitcht, ist mir dann egal. Ich meine, es ist ja nicht, bin ja nicht ich, der dann glitcht. Aber Bist auf du jeden Fall. prinzipiell jemand, der gegen das Glitchen ist, so? Was heißt dagegen? Es ist eigentlich fast schon zum Spielelement geworden. Ich persönlich glitche nicht.
Wenn andere es machen, ist zwar schwierig, man regt sich auch drüber auf, aber was soll man machen? Es wird sich doch eh nichts mehr dran ändern. Und so wirklich glitchen kannst du ja nicht mehr. Du schießt ja nicht mehr ganz so durch die Wand wie in Season 2. In Season 2 fand ich das echt lustig, das war geil. Einfach durch die Wand abgeschossen zu werden. Aber inzwischen gibt es ja Leute, die das mit dem Glitchen jetzt schon wieder so optimiert haben, dass sie eine schießende Wand darstellen. Oh Gott, ich hasse so eine Premium zu spielen. Aber eine schießende Wand darzustellen, das ist schon echt heftig. Naja, vor allem, es gibt Leute, die es tun. Nein, chancenlos. Gut, noch 30 Sekunden, ich würde sagen, wir haben jetzt echt genug gelabert. Ansonsten, zu den beiden ersten Themen hätten wir ruhig noch mehr sagen können. Aber was ich ja generell finde, bist du jemand, der Morph seinen Grad gönnt oder nicht? Noch kurz zum Abschluss. Weil er hat ihn sicher zwar hart erfahren, also er hat ihn sich zwar genau, jetzt kommst du auf der Seite und ich dachte jetzt, du machst nichts mehr und dann schlage ich auf die Dinger ein. Ich hab's gemerkt. Deine abschließenden Worte für die Folge, bitte. Ich gönn's nicht. Ich gönn's ihm einfach nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Ich gönn's Amorph nicht. Ich weiß nicht, gerade aufgrund dieses Threads, den er ins Forum gesetzt hat, dass Bienenfarmen entfernt werden soll. Nein, nicht Bienenfarmen. Nein, er hat sich doch auch grundsätzlich für die extreme Abschwächung der Bienen. Also, ohne XP-Booster ist es ja ein Scheißdreck. Ich meine, was bringt es mir, wenn ich 15.000 XP bekomme in der Runde, wenn ich irgendwie alles tue, um XP zu kriegen? Ohne Booster, das ist es nicht. Er hat ja im Prinzip damit das Bienenfarmen für XP insofern kritisiert, versucht wegzukriegen. Und ich finde es schon echt armselig, als Grad 1 durch Bienenfarmen sich sowas zu leisten. Einfach nur armselig. Okay. Gut, denn gute Meinung, gutes Video. Ich würde sagen, Leute, wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Du musst dich auch noch verabschieden. See you.